Ach, der König ist auch da. Da links, neben dem Bürgermeister. Christian Lindner, allerdings ganz ohne Grünkohlzepter. Zitze. Dann mal schnell weiter. Seit mehr als 4 Jahrhunderten zelebrieren die Oldenburger den Kramermarkt. Dazu gehört natürlich der Umzug und da sind auch schon die Schornsteinfeger. Na, was ein Glück. Es ist aufregend, da es auch mein erster Kramermarktumzug ist. Ich habe am 1.9. mit der Ausbildung angefangen dieses Jahr und ja, da dachte ich, komm mal mit. Es ist ein aufregendes Gefühl. Die Schornsteinfeger verteilen dabei keine Kamellen, sondern aus Plastik gefertigte Mini-Schornsteinfeger. Und anfassen darf man die echten auch, weil das Glück bringt. In der Regel nur, wenn wir so im schwarzen Anzug mal auftreten, nicht? Wenn man uns als Schornstein... Aber nur bei dir. Was? Also mich fassen die gerne häufiger an. Ansonsten wird natürlich jede Menge Naschwerk geworfen. Dabei macht sogar der König mit. Inzwischen ohne Jackett. Ach, großartig. Und der Traum eines jeden Finanzministers, einmal nur verteilen können. Bei den Schornsteinfegern gäbe es noch eine Frage zu klären. Sind die womöglich alle nicht in der Lage, ihre Jacke richtig zuzuknöpfen? Da kommt immer unser Notizbuch rein für die Termine und alles. Und daraufhin ist eigentlich der Knopf immer offen. Aber bei solchen Festigkeiten eigentlich zu. Na, dann wäre das ja auch geklärt. Und wer die Schornsteinfeger nicht anfassen möchte, das machen die auch gerne ganz von alleine. Nur einmal im Jahr beim Kramermarktsumzug.